Jawohl, guten Abend aus Braunschweig. Guten Abend zu diesem ersten Spiel im Dezember. Willkommen in der Adventszeit. Für alle, die diese Zeit feiern, ansonsten begrüßen wir Sie natürlich in einem letzten Monat zu den letzten Wochen dieses Kalenderjahres Fußball, Bundesliga und zweite Bundesliga. Braunschweig gegen Nürnberg, das Duell der beiden Absteiger des Vorjahres aus der Bundesliga, der Tabellen 17. gegen den 18. jetzt in der zweiten Bundesliga. Sie alle mussten den Gang in die zweite Liga antreten und damit sind wir mittendrin in der letzten Partie dieses 15. Spieltages der zweiten Bundesliga. Schauen auf die Startelf der Gastgeber aus Braunschweig mit einer Veränderung in der Verteidigung. Hennen startet innen, Reichel rückt nach links und nach rechts rückt Hedenstadt. Das liegt daran, dass der Rechtsverteidiger Kessel gelb gesperrt ist. Das ist die große Veränderung zu dem Bakenga im Sturm für den erwarteten Krupke. Bei Nürnberg die erwartete Mannschaft: Bier links, Hofland in der Innenverteidigung, Pinola fehlt rot gesperrt dem ersten FC Nürnberg, der ja in der vergangenen Woche den großen Überraschungssieg feiern konnte unter dem neuen Trainer und damit gleich das Debüt gut gestaltet hat mit dem Sieg gegen den Tabellenführer aus Ingolstadt. Die Ingolstädter sind wieder oben, Nürnberg und Braunschweig teilen sich die letzten Punkte, wenn es zu einem Unentschieden kommt. Ansonsten gibt es Veränderungen in der Tabelle. Fest steht aber auch, dass sich oben wenig ändern wird, da eben beide Teams es nicht geschafft haben, im ganz oberen Bereich dieser Tabelle drin zu stehen. Aber es ist klar, gerade für die Nürnberger unter dem neuen Trainer jetzt bloß nicht die nächsten Diskussionen anbrennen zu lassen und vor allem sicher zu spielen. Heute in Braunschweig. Anschluss für Nürnberg in den roten Trikots. Von rechts nach links die Gastgeber aus Braunschweig in gelb-blau mit der ersten Grätsche von Harvard Nielsen gegen Robert Koch. Bakenga ist das. Energisch gleich mal in der Anfangsphase die Braunschweiger. Deren Saison ja unterm Strich deutlich entspannter verlaufen ist als die der Nürnberger bislang. Braunschweig auf Platz 8 könnte mit einem Sieg tatsächlich auf den zweiten Platz vorrücken. Das ist auch die Situation. Wenn sie also den Dreier holen, dann wird sich sehr wohl vorne was ändern, weil eben die vorne gepatzt haben. Düsseldorf hat verloren gegen Sandhausen, Düsseldorf hat in Aalen verloren, Darmstadt mit dem Unentschieden gegen den KSC Heidenheim, ebenfalls mit dem Unentschieden gegen Fürth. Es ist also möglich für Braunschweig ganz oben reinzurücken und sich hinter Ingolstadt auf Platz 2 zu setzen. Und das wäre dann schon eine große Ansage des Absteigers aus dem Vorjahr. Niklas Füllkrug gegen Ken Reichel heute, wir haben es erwähnt, überraschend auf der linken Seite. Korte und Nielsen. Wieder Korte, über links gegen Füllkrug. Kurz gespielt mit Boland, Reichel. Und dann geht Czelustka entschlossen dazwischen. Candeas, Silvestre. Schöner Doppelpass mit Candeas, haben sie gut gespielt. Über links vorbei am ersten. Dann das misslungene Zuspiel für Robert Koch von Candeas. Schöner Angriff, aber dann am Ende in der Ausführung gescheitert. Nichtsdestotrotz zeigen sie gleich mal, was sie können und was sie vielleicht auch unter dem neuen Trainer öfter zeigen werden als unter Valerian Ismael. Niklas Füllkrug und Alessandro Schöpf. Großes Talent im Mittelfeld, hat er kaum zeigen können in dieser Saison, die für den ersten FC Nürnberg so unglaublich schwach verlief. Man ist abgestiegen, hat gedacht, man nimmt die zweite Bundesliga als Aufbau und kommt dann in einem Jahr gestärkt zurück in die Bundesliga. Und stattdessen hat man hier die ersten Abstiegssorgen in Nürnberg. Ist jetzt zunächst einmal aus dem ganz Gröbsten raus. Immerhin
4 Punkte vom Relegationsplatz. Aber das ist für einen Bundesliga-Absteiger natürlich viel zu wenig. Und das wissen sie auch ganz genau in Franken, dass das nicht die Ziele des ersten FC Nürnberg waren. Silvestre, Hartplatz, weil Correa zu spät kommt. Bier, der heute wieder links spielt für Niklas Füllkrug. Ball nicht ganz getroffen. Gikiewicz, erste Aktion des Braunschweiger Torwartes. Gikiewicz, der vor einem Jahr noch nicht dabei war, kam im Sommer um den zu den Grasshoppers wechselnden Davari zu ersetzen. Bakenga, schöner Versuch. Und spät geht Rakowski ran. Gerade eben noch am Ball. Patrick Rakowski im Tor. Der Nürnberger hätte gepasst von Bakenga. Mutig vom Stürmer der Braunschweiger mal abzuziehen. Der Schuss findet seinen Meister in Rakowski. Erster Eckstoß dieser Partie für Braunschweig, Mirko Buland. Rakowski, kleine Unsicherheit. Kandeas sicher entschärft. Davor aber der Torwart, der am Ball vorbeisprang. Und der Angriff läuft über Silvestre gegen Correa. Kandeas, Fahne ist oben für Cheluska, wird nicht abgepfiffen, weil er nicht ins Spielgeschehen eingegriffen hat. Kandeas mit der Ballung. Die Chance, Kandeas mit der Reingabe. Schöpf nicht an den Ball gekommen. Riesiger Patzer von Correa, der hier den Ball an Kandeas abgibt, ihm den Ball im Strafraum schenkt. Mächtig Glück für die Braunschweiger Eintracht in dieser Situation gegen Kandeas. Bakenga. Korte. Kleine Unsicherheit von Rakowski. Gut gegangen, weil sie richtig standen. Willkuck. Cheluska. Silvestre. Schön gespielt, der Kapitän. Polak, Bier, Füllkrug, Fahne ist unten. Hedenstadt ist da. Danach unsicher, Ball ins Ausgeschlagen. Ballbesitz für Nürnberg, für Bier. Und wieder gut von Hedenstadt. Gleich mal für Zug gespielt. Die ehemalige Freiburger Kombination kam im Sommer beide aus dem Breisgau nach Braunschweig. Zuck umgegrätscht. Es gibt Freistoß, weil Hofland hier viel zu spät kommt gegen Henrik Zuck. Gelbe Karte ist völlig okay. Nimmt damit klar das Tempo aus dem Angriff. Möglicherweise sogar die Schussposition genommen gegen Henrik Zuck. Schauen wir nochmal auf die Wiederholung. Der Ball ist weg. Gelb ist okay. Über mehr muss nicht gesprochen werden. Auch wenn Bakenga dann nochmal zum Mitspieler geht, zum Gegenspieler geht und seinen Sportskollegen auch nochmal ermahnt und sagt, so kannst du hier nicht angehen. Aber das haben alle Beteiligten auch schnell geregelt. Wichtig ist, dass was kommt. Freistoß Braunschweig. Zuck wird es vermutlich machen oder auch nicht. Der Kapitän für Hedenstadt, Boland, Hedenstadt. Unkonventionell gespielt. Bakenga. Zuck. Nielsen. Kommt noch an den Ball und Correa! Rakowski da. Correa, der eben noch den Fehler verursacht hat, jetzt gegen Nürnbergs Torwart. Und nochmal die Grätsche von Hofland. Das ist klar gelb, mehr nicht. Richtige Entscheidung, alles okay. Aus dem Freistoß hätte Braunschweig mehr machen können. Jetzt der Eckball für Braunschweig. Zuck. Gut gespielt. Teuer Kauf. Korte. Nicht im Abseits. Teuer Kauf. Und nochmal Braunschweig. Spielen außergewöhnliche Standards heute. Der Freistoß kurz ausgeführt. Die Ecke jetzt auf den Strafraumrand gespielt für Norman Teuer Kauf. Wieder am Ball. Norman Teuer Kauf.
auch hier fehlt nicht viel. Sie haben die Chancen, aber die sind in der Qualität noch nicht ausreichend zu mehr als kleiner Torgefahr. Polak. Robert Koch von Bodant abgefangen. Wieder Braunschweig mit Henrik Zuck und Bakenga. Nimmt Tempo auf. Mushaga, Bakenga, Zuck, wieder kurz gespielt. Und Kauter haben den langen Pfosten. Rakowski gerade eben noch dran. Nächste gute Tat, die Fahne war oben. Tor hätte nicht gezählt. Korte, der sehr frei stand am langen Pfosten, richtige Entscheidung, stand etwa einen Meter zu nah am Tor. Aber dennoch ein wunderbarer Angriff der Braunschweiger, auch wenn er letztlich nicht gezählt hätte. Die sind ganz klar im Plus und sie nähern sich Tabellenplatz 2 an. Wenn sie denn heute ein Tor mehr schießen als die Gäste aus Franken. Füllkrug. Kandeas. Und Czeluska. Kaum was zu sehen vom Tor der Braunschweiger. Kaum eine wirklich gelungene Aktion. Schöpf, sie hatten ihre Möglichkeiten. Jetzt mal Alessandro Schöpf, Polak. Hedenstadt mit Grätsche dazwischen. Und auch das hat er gut gemacht. Bakenga. Nielsen. Boland. Wunderbar gespielt. Boland und Bakenga. Aus der Drehung. Nächster Abschluss. Der Ball noch abgefälscht von Hofland. Und das ist richtig entschieden. War von hier oben schwer zu erkennen. Aber aus der Einstellung wird es dann klar deutlich, dass Hofland noch am Ball war. Den Ball noch abgefälscht hat. Nächster Eckball, Henrik Zuck für Braunschweig. Die letzten waren stark. Diesmal dicht vors Tor, rausgeköpft. Keine Gefahr. Und jetzt mal Niklas Füllkrug. Will Tempo aufnehmen. Koch mitgelaufen. Robert Koch, wer läuft noch? Wer ist mitgekommen für die Nürnberger? Kandeas über links, wäre etwas Platz. Alessandro Schöpf. Polak. Niklas Füllkrug und Silvestre abgegrätscht. Bakenga. Es ist eigentlich immer das gleiche Muster. Braunschweig holt sich die Bälle, spielt dann schnell nach vorne über Bakenga, über Nielsen, über Teuerkauf, der dann mal mitläuft. Schwacher Ball von Neumann, Teuerkauf. Es ist gar nicht mal die ganz hohe Fußballschule, die die Braunschweiger hier heute brauchen. So, Correa. Ballgewinn. Hedenstadt. Zuck. Und jetzt wird entweder Tempo aufgenommen oder Halbzeit in Braunschweig. Es bleibt zunächst beim torlosen Spiel nach einer Halbzeit hier im Eintrachtstadion in Braunschweig. Wir machen jetzt die kurze Pause und sind gleich zurück in einer Viertelstunde zur zweiten Halbzeit. Braunschweig gegen Nürnberg. Aus dem Eintrachtstadion am Montagabend. Die Braunschweiger klar besser warten auf das erste Tor. Nürnberg muss deftig zulegen, um hier nicht unterzugehen an diesem Montagabend in Braunschweig. Kurze Pause, bis gleich.